Herzlich willkommen, Fritz Hauser. Danke, liebe Barbara. Prost, Wasser. Ah, wunderbar. Wie geht's? Ja, wie es einem so geht, 48 Stunden vor der Premiere eines Stücks, an dem man doch ein gerüttelt Maß an Zeit gearbeitet hat. Und wo man versucht, eine recht große Schar von jungen Menschen und auch älteren Menschen am Schlagzeug zusammenzubringen, damit sie das spielen, was ich gerne hätte, dass sie spielen. Aber ich bin, there is no reason for anything else than optimism, hat John Cage gesagt. Und gut. Da will ich mich gerne dran halten. Ja, das ist erfreulich. Ich wollte dir was erzählen. Ich war nämlich vor, was ist heute für ein Tag? Heute, ich habe keine Ahnung. Heute ist ein Wochentag auf jeden Fall. Es ist ein Wochentag, Dienstag. Genau. Gestern vor einer Woche war ich hier im Münsterland, das ist ja benachbarte Gegend vom Ruhrgebiet, und war auf dem Droste-Lyrikweg. Die Annette von Droste-Hülshoff ist ja aus dem westfälischen Adel stammend dort beheimatet gewesen, im Münsterland, in der Heidelandschaft des Münsterlandes. Und da gibt es diesen berühmten Lyrikweg, der wirklich sehr schön ist. Mir ist aber aufgefallen, dass eine Sache nicht stimmt. Und zwar, dass man eigentlich auf diesem Lyrikweg ununterbrochene Autogeräusche hört. Das heißt, man ist eigentlich am Anfang ist es relativ still, also wenn man da von diesem Droste-Schloss herkommt, sehr schönes Schloss, wo sie aufgewachsen ist, und dann ist es noch recht still und dann wird es laut und bleibt eigentlich laut. Also das Wachsen des Grases, wie Sie es beschreiben, ist da nicht mehr zu hören. Das ist dann nicht wirklich zu hören, und ich habe dann, mich hat es irgendwie fasziniert, darüber nachzudenken, was hat sie eigentlich gehört? Sie ist ja die deutsche Dichterin mit dem feinsten Gehör. Sie berichtet in ihrer Poesie von lauter Dingen, die man eigentlich nicht hören kann, die sie aber hört. Und ich habe mich das wirklich gefragt, was wäre ohne diese Autogeräusche? Hätte man irgendwie eine Möglichkeit, aus dem Heute heraus sich das nochmal vorzustellen, wie das war zu ihrer Zeit? So, erste Hälfte 19. Jahrhundert, weil es natürlich auch unfreiwillig komisch war, dass man sozusagen an diesen Stelen vorbeikam, auf denen Gedichte von ihr standen und Berichte über sie, und man ununterbrochen diesen Autolärm. Aber vielleicht hat sie es auch gar nicht gehört, vielleicht hat sie es nur in ihrer Fantasie gehört. Genau. Also man muss ja auch nicht unbedingt... Es erinnert mich übrigens immer wieder an diese Geschichte von diesem Komponisten, der gesagt hat, man sollte eigentlich das Schreiben von Partituren und das Spielen von Partituren, das ist ja gar nicht nötig, sondern man sollte Musik schreiben und man sollte Musik machen. Man sollte eigentlich improvisierte Musik machen, aber man sollte Partituren lesen. Und das eröffnet ganz neue Möglichkeiten, weil man da zum Beispiel schreiben kann, Becken anschlagen, Mezzoforte 2 Jahre klingen lassen. Und das macht ja doch im Kopf irgendwas, weil man dann irgendwie so ein anderes Zeitgefühl bekommt. Wenn ich das in meine Partitur reinschreibe, bei diesen jungen Schlagzeugern jetzt 2 Jahre klingen lassen, dann würden sie wahrscheinlich sagen, schwierig mit dem Herrn da, hat doch ein bisschen eine abstruse Fantasie. Aber vielleicht hat sie wirklich diese Dinge erfunden, vielleicht hat sie sich eigentlich vorgestellt in diesen Gräsern, was da alles haust. Aber sie hat es natürlich so wahnsinnig schön beschrieben, dass man es ja dann meint zu hören. Das ist eigentlich das Tolle, genau, dass sie in etwas buchstäblich hineingehorcht hat. Und dass man eben, wenn man auf diesem Lyrikweg ist, auch feststellt, auf eine Weise kriegt man schon eine Sehnsucht danach, dass es ein bisschen stiller ist. Ja. Und dass man dann vielleicht tatsächlich den Flügelschlag eines Schmetterlings hören kann oder das Kriechen eines Wurms oder so etwas. Ja, ich meine, ich habe ja vor 2, 3 Jahren oder schon länger her im großen römischen Amphitheater in Augst ein Schlagzeugspektakel gemacht. Und das ist ja ein großes Ohr in der Landschaft. Das nimmt ja all diese Geräusche, vor allem die Autobahn, die da
zwei Kilometer und da kann jeder Ferrari, der dann das ist, alles wird hier voll dreidimensional abgebildet und man denkt manchmal auch, um Gottes Willen, früher hat es manchmal noch aufgehört. Ich kann mich erinnern, auf frühen Tourneen habe ich manchmal Tonaufnahmen gemacht, am liebsten bei Regen auf der Autobahn, also auf der Seite Raststätte irgendwie gestanden und dann hat man gehört, da ist ein Auto vorbeigefahren. Dann kam ein anderes. Heute ist einfach. Ist einfach die ganze Zeit von allen Seiten sind einfach Autos ohne Ende. Mhm. Ich will nicht die alte Zeit verbrämen, aber es gab schon Momente der Stille, die mir ein bisschen fehlen heute. Das sehe ich auch so. Hast du das Gefühl, dass dir diese Noise Pollution, wie man sagt auf Englisch, also diese Geräuschverschmutzung oder Lärmverschmutzung, dass die dir zusetzt? Also zum Beispiel zusetzt, wenn du Ruhe brauchst zum Komponieren oder wenn du dich vorbereitest auf ein Konzert, oder kannst du das auch einfach abschalten, so dass du es einfach nicht mehr hörst? Es kommt ein bisschen darauf an, was es ist. Ich finde, die menschengewollte Noise Pollution, die sie dann noch drüber stülpen. Also das Schlimmste für mich im Moment sind so kleine Dokumentarfilme auf SRF, wenn sie sagen, ist irgendein Vulkanausbruch auf weiß ich wo, mit 24.000 Toten und dann läuft irgendeine Musik drunter, die mit nichts zu tun hat, was du siehst, und du denkst, warum muss da überhaupt Musik drunter? Mhm. Aber die Leute können ja nichts mehr sehen ohne Musik, sonst schalten sie sofort auf einen anderen Sender. Und dann überall in Geschäften und Restaurants und überall ist dieses Ding. Und man kann sich dem nicht entziehen. Und viele Menschen, die zu mir auch zu Besuch kommen in Italien, wundern sich dann nach zwei Tagen, sag mal, hörst du denn gar nie Musik? Und ich bin ja so froh, wenn ich nicht muss. Weil man muss ja, ich kann ja am liebsten auch auf weißen Blättern zeichnen, nicht wo schon die ganzen Muster drauf sind, weil man ist ja froh, dass man eigentlich das nicht muss. Und ja, es setzt mir zu, weil ich denke, es ist übertrieben. Die Leute verdrängen irgendwas mit diesem Lärm. Und dass natürlich die Männer immer toll finden, wenn die Maschinen röhren, die von der Kettensäge bis zum Motorrad, das war immer schon ein bisschen so. Mal gucken, wo das noch hinführt. Ich habe ein bisschen Hoffnung mit den Elektromobilen, dass sich das vielleicht ein bisschen senkt. Aber sie finden dann was anderes. Ich denke, dann sind dann die Stereoboxen umso lauter in den Autos. Ja, wir werden, wie die Lichtverschmutzung für die Vögel, werden wir unter dem Lärm zu leiden haben, denke ich schon. Was ist denn das eigentlich, warum haben Menschen Angst vor der Stille? Weil das fällt ja auf, ich meine, wir kennen es alle auch aus dem Alltag, man sitzt jemandem gegenüber, man hat ein Gespräch und es muss einfach ununterbrochen irgendwas gesagt werden, weil man die Stille fürchtet. Aber man fürchtet sie ja auch, jetzt nicht nur im Gespräch, sondern man fürchtet sie auch so, man muss berieselt werden, wie du sagst, wenn keine Musik läuft, dann macht man welche an. Was ist das Unheimliche eigentlich an der Stille? Ich denke, das Unheimliche an der Stille kann sein, die Konfrontation mit dir selbst. Weil du natürlich, wenn du alleine bist oder auch zu zweit oder zu dritt und es wird still, den Moment der Stille zu genießen, ist Angel Passing Through the Room, ist für viele Leute beängstigend, weil sie denken, sie genügen nicht oder sie müssen sofort wieder irgendeinen Scherz machen oder sie müssen irgendwie verkrampft lachen, nur damit irgendwas geschieht. Und ich finde, es gibt ja eigentlich... Das ist übrigens sehr schön, diese Ausstellung da, 21 Morgen. Man sieht da die Menschen mit ihren Kopfhörern, man sieht die anderen Menschen, die etwas zuhören, nämlich sich selber. Und es herrscht doch eigentlich mehrheitlich eine Stille. Man hat ja zum Glück darauf verzichtet, da noch irgendeine Hintergrundmusik da zu spielen. Das hätten ja andere auch noch gemacht vielleicht. Und, aber es braucht ein gewisses Selbstvertrauen, sich der Stille auszusetzen. Ich glaube, es gibt auch Menschen, die in stillen Räumen gar nicht wirklich schlafen können. Mhm. Und ich kenne das von meinem Haus in Italien im Winter. Das ist dann wie im Grab. Also da legt man sich hin und da ist einfach gar nichts mehr. Mhm.
Ich finde es toll. Ich habe dann noch wildere Träume. Ich kann dann noch ganz andere Reisen unternehmen im Schlaf. Als wenn ich dann halt mit vertrauten oder unvertrauten Geräuschen konfrontiert bin, die mich dann zwei, dreimal in der Nacht aufwecken. Ich habe es gern, die Stille. Ich finde Stille etwas vom Tollsten eigentlich. Aber du hast es ja jetzt gerade gesagt, es ist wie im Grab. Also man assoziiert die Stille natürlich mit dem Tod. Und der Tod soll nicht sein und soll verdrängt werden von früh bis spät. Das immer noch mal bei der Droste, die diese Fantasie natürlich hatte, des lebendig Begrabenseins. Und dieser Fantasie geht sie auch nach und hört dann offensichtlich in ihrem eigenen Sarg liegend den Holzwurm pochen. Ja, ja, da müssen wir noch mal drüber reden. Aber ich denke, also das klingt jetzt ein bisschen großspurig vielleicht, aber ich arbeite schon an der Vorfreude auf den Tod. Ich finde, der Tod soll für mich dann gerne so kommen, dass ich ihn mit offenen Armen empfangen kann. Ich hoffe, dass er natürlich schmerzlos irgendwie mich abholt, aber Angst habe ich eigentlich keine davor. Ich bin eigentlich seit vielleicht 10 Jahren, realisiere ich eigentlich, in welchem Ausmaß ich ein privilegierter Mensch bin. In diesem Land, wo ich aufgewachsen bin, in dieser Familie, in diesem sozialen Milieu, mit dieser Ausbildung, mit diesen Möglichkeiten, mit dieser politischen, gesundheitlichen, umwelttechnischen Sicherheit. Auch zu einer Zeit, die man nichts anderes als Golden Generation nennen kann, weil wir hatten alles, es gingen alle Türen auf, wir haben alles genießen können. Ich habe so viel machen dürfen können, ich war in so vielen Ländern, ich habe so viele Menschen kennengelernt, ich konnte so viele verschiedene Dinge tun. Es ist gut. Ich finde es dramatisch, wenn junge Menschen, die mit 23 noch Tausende von Träumen haben, dann irgendwie von einer Krankheit ereilt werden, die eigentlich mit ihnen nichts zu tun hat. Das ist für mich schwierig zu verstehen natürlich. Aber für mich ist es eigentlich okay. Ich meine, ich mache alles gerne, was ich mache, aber ich finde es toll, aber es ist immer ein Bonus. Ich lebe nur noch von Bonus zu Bonus, weil ich denke, es war schon ganz toll. Aber ein bisschen bleiben schon auch. Ja, ja, oder unbedingt. So nein, ich liebe Bonus. Ich liebe Bonus. Ich liebe Bonus. Also, Bonus ist ja gut. Okay. Nein, ich will überhaupt jetzt noch nicht abtreten, aber ja, natürlich macht man sich in meinem Alter, fängt man sich schon an. Ich meine, ich erinnere mich, unsere Eltern haben immer gesagt, das Wichtigste ist Gesundheit. Und wir haben es damals gesagt, ja, das Wichtigste ist eigentlich ein schönes Auto und eine schöne Wohnung und eine tolle Freundin und ein bisschen Geld, also mit der Gesundheit. So, und jetzt merkt man natürlich schon langsam auch, na, das hat was. Wenn ich dann doch Herren und Damen in meinem Alter sehe, die dann doch schon im Stock gehen oder gewisse Dinge nicht mehr können, wenn sie überhaupt noch leben oder von verschiedenen körperlichen Gepressten so gezeichnet sind, dass ihnen die Lebensfreude vergeht, dann fühle ich mich noch mehr privilegiert und versuche es einfach zu genießen. Natürlich, klar, nein, ich stehe zur Verfügung für alle Viechereien. Würdest du sagen, dass du einen kreativen Beruf machen kannst, dass du Dinge erfinden kannst, dass du wie viele Jahre deines Lebens am Schlagzeug verbracht hast? 60, oder? Nein, nicht ganz 60, aber doch fast 55. Eben. So, würdest du sagen, das hält dich auch jünger, also Kreativität als etwas, was einen am Laufen hält? Würdest du das sagen oder würdest du sagen, das kannst du gar nicht beurteilen? Ich kann es natürlich in dem Sinne nicht beurteilen, weil ich nie nicht kreativ war. Aber was ich beurteilen kann, warum ich mich eigentlich glücklich schätze, ist, dass ich recht früh gelernt habe, mit meiner Freiheit umzugehen. Und das meine ich jetzt in jedem Sinne, finanzieller Art, wie auch immer, dass ich das Gefühl hatte, das muss ich auch haben oder die anderen haben das auch und ich will das auch und Familie und Häuschen und all die Dinge. Und das hat mir nie wirklich was gesagt. Und was mir wirklich immer was gesagt hat, ist, dass ich morgens aufstehen kann und sagen kann, ich mache nur das, was ich will. Und ich war wirklich über viele, viele Jahre meines Lebens bereit, auch in bescheidensten Verhältnissen zu leben, weil ich damit die Freiheit mir erkauft habe.
das ist für mich das erhebendste Gefühl, weil ich bin ja viel unterwegs und dann studiere ich manchmal, wenn ich andere Menschen sehe, wäre das auch ein Beruf für mich, wäre das noch toller als das, was ich mache? Und ich habe noch keinen wirklich gefunden. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte als Alternative, wäre ein Gärtner. Gärtner wäre noch ein schöner Beruf, aber auch nur nicht der, der die großen Bäume fällt, sondern einfach so den Gewürzgarten pflegt, sowas. Das würde mir noch gefallen. Für das ist noch ein bisschen zu früh, da können wir noch einmal drüber reden. Aber ich weiß nicht, welcher Beruf mich, weil ich habe natürlich auch nach vielen, vielen Jahrzehnten der Freiheit fällt es mir natürlich auch schwer, oder würde es mir schwerfallen, Befehle entgegenzunehmen oder Anordnungen entgegenzunehmen, mit denen ich nichts anfangen kann. Ich habe überhaupt kein Problem, in einer künstlerischen Zusammenarbeit Inputs oder was auch immer entgegenzunehmen und auszuführen und auszuprobieren und whatever. Aber wenn mir jemand am Morgen sagen würde, Sie müssen jetzt das machen, und ich wüsste schon, es ist einfach ein Unsinn, würde, glaube ich, nicht gehen. Und dass ich das nicht machen muss, dass ich eben mir eine Situation geschaffen habe, wo ich das nicht machen muss, das ist mein Glück. Ja. Das ist wirklich mein Glück. Ja. Wie hast du jetzt diese Corona-Zeit erlebt, die ja, wie wir alle wissen, noch andauert und auch wahrscheinlich noch länger andauern wird? Wir sind froh, dass wir trotzdem dieses Festival abhalten dürfen, mit bestimmten Einschränkungen. Wie hast du es erlebt bis hierhin? Was hat dir diese Corona-Pandemie verunmöglicht? Was hat sie dir ermöglicht? Es hat angefangen mit Kenntnisnahme dieser Pandemie und mit Angst. Ich gehöre zur Risikogruppe. Ich war damals vor einem Jahr 67 und wusste einfach, okay, Sie reden von Risikogruppe 60 plus. Ich bleibe mal zu Hause. Da bin ich 6 Wochen zu Hause geblieben. Das war möglich, weil ich meine Partnerin ins Atelier zum Arbeiten gegangen ist, aber unter allen möglichen Sicherheitsvorkehrungen, aber auch eingekauft hat. Und wir haben, glaube ich, 47 Mal hintereinander zu zweit auf der Terrasse gegessen. Es war ja so eine wunderschöne Schönwetterphase. Das hatten wir noch nie in unserer mittlerweile 11-jährigen Beziehung, dass wir einfach jeden Abend in aller Ruhe, und wir haben immer Telefone gemacht. Wir haben das Telefon auf den Tisch gelegt, haben irgendjemandem angerufen, haben gefragt, wie geht's euch, was macht ihr und so. Es war eigentlich ein bisschen ein Privileg. Kommt dazu, ich wohne an einem Ort, wo die Wohnung groß genug ist, habe mein Atelier im Keller, ich musste auch gar nicht auf die Straße, wir haben einen Wintergarten, ich kann da auf meinem Trainingsfahrrad fahren, es war eigentlich alles gut. Und dann hat es langsam angefangen, wie soll das weitergehen oder wie soll sich das gestalten. Und dann im ersten Herbst konnte ich ja noch 2, 3 eigentlich recht schöne Dinge tun, Konzerte noch wahrnehmen. Und dann kam die zweite Welle. Und dann wurde es mir dann doch ein bisschen zu viel. Und dann hat es mich natürlich schon geärgert, dass wir Künstler dann schon ziemlich aufs Dach bekommen haben. Und ich weiß eigentlich bis heute nicht, warum das so sein muss. Wenn ich dann diese ganzen Sportveranstaltungen und diese anderen Dinge angucke, warum wir immer noch unter Extrembedingungen mit Masken im Theater sitzen müssen, das ärgert mich ein bisschen. Und es finde ich natürlich schade, dass, ich habe es kürzlich in einem meiner Newsletter geschrieben, man hat dann so Statements gelesen, es ging jetzt schon ganz okay ohne Kultur, jetzt können wir sie gleich ganz weglassen, kostet ja nur Geld, macht viel Schmutz und so. Und das hat man schon gemerkt. Es gibt Leute, die wirklich der Meinung sind, dass das höchste Zeit war, dass man mit diesem ganzen Schabernack aufhört und sich mal den wichtigen Dingen im Leben zuwendet. Neues Auto, solche Dinge, und nicht immer nur Kultur. Was sie sich damit kaputt machen, das, oder wie ich auch geschrieben habe, was dieser Satz von Pauline Oliveras, support the arts, the soul you save may be your own. Das sind sich die Leute nicht bewusst, was da alles kaputt geht. Und ich kann ja da nur sagen, ich war und bin auch da privilegiert, weil ich zu einer Altersgruppe gehöre, die eben vom Bonus lebt. Wenn ich mir vorstelle, dass ich damals, als ich mit 30 so mein erstes Soloprogramm gemacht habe und eigentlich schon verschiedene Länder auf der Liste hatte, die ich erobern wollte, und mir dann jemand gesagt hätte, du bleibst zu Hause
Und du kannst auf unabsehbare Zeit weder nach Amerika noch nach Australien noch irgendein interessantes Land fliegen und da arbeiten. Ich weiß nicht, das. Und ich habe jetzt das konkret erlebt. Ich habe ein Projekt gemacht in St. Gallen mit der Hochschule Vorarlberg und die hatten 8 Schlagzeuger und Schlagzeugerinnen angekündigt für dieses Projekt und ich habe entsprechend das Stück so geschrieben. Und als es dann in die Realisationsphase ging, hat es dann geheißen, ja, wir sind jetzt nur noch 5. Abgesehen davon, dass es ein bisschen mühsam war, das dann alles nochmal umzuschreiben, dass es dann trotzdem funktioniert, war natürlich erschütternd, dass mir der Schlagzeuglehrer gesagt hat, einer hat abgeschlossen, aber 2 haben den Beruf gewechselt, weil sie einfach sehen, keine Perspektive. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut, nein. Und wenn die Kultur in diese Richtung, also gut, wir sind ja sowieso in so einer extrem neoliberalen Phase in dieser Gesellschaft, wo alles nur noch ums Geld geht und um Besitztümer und Rente und Absicherung und so, und wo sich die Leute in dieser Kreativität, davon kann ich mir doch gar nichts kaufen, ist ja mehr so der Tenor. Und das ist natürlich ein völlig falscher Gedankengang, weil, wie ich es für mich beschrieben habe, also die Freiheit, kreativ sein zu können, eben jenseits des Geldes, ist so viel bereichender und so viel lebensbejahender, als irgendwelche Gelder anzuhäufen und dann zu denken, davon kann ich jetzt irgendwie 40 Jahre leben, ohne dass irgendein Problem entsteht. Das ist kein Problem. Die Probleme sind anderer Art. Ja, jetzt sind wir hier. Ich hatte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass es so weit kommt, dass wir jetzt immer noch in diesen Maßnahmen drin stecken. Weil ich dann dachte, also wenn die dann wirklich einen so einen Impfstoff entwickeln, der funktioniert, dann werden sich doch alle Leute draufstürzen. Das ist doch gar nicht anders möglich. Ich meine, man will ja auch keine Kinderlähmung, man will ja auch keine Pocken, man will ja keine Malaria. Man lässt sich ja für 1000 Sachen impfen. Also warum sollte man sich hier nicht impfen lassen? Und dass jetzt hier so ein Konflikt plötzlich entsteht zwischen dieser komischen Verweigerungshaltung und dieser überstilisierten Verschwörungstheorien, daran hätte ich mir so nicht ausgemalt. Und dass die Schweiz wieder mal so hinterher hinkt, ist ja auch so ein komisches Zeichen. Ich meine, wir haben es erlebt beim Rauchverbot. Ich habe dieses Haus in Italien und als man gesagt hat, die Italiener dürfen jetzt nicht mehr rauchen in den Restaurants, haben hier alle gelacht in der Schweiz und die Italiener haben einfach nicht mehr geraucht. Denen hat man einfach einmal gesagt, das ist nicht gut für die anderen, rauch doch draußen. Da haben sie gesagt, das ist eigentlich richtig, stimmt, wir gehen raus, wir rauchen, wo ist das Problem? Und die Schweizer haben noch monatelang, jahrelang haben sie versucht, trotzdem noch da rauchen zu dürfen. Und gut, ich habe es vor längerer Zeit aufgegeben, für mich war es eher eine Freude, dass man es nicht mehr durfte. Ich meine es nur als Beispiel, die Schweiz, so toll sie sich alle finden und so modern wir uns immer preisen, bei diesen Dingen hinken sie hinterher und da würde ich dann lieber in Dänemark wohnen oder in Schweden oder in Neuseeland, weil dann habe ich das Gefühl, die sind dann doch noch ein bisschen wach und nicht mehr ganz so eingeschläfert mit Geld und Glück. Glück. Ja, komisch die Schweiz. Ich habe neulich schon einen Gast hier gehabt, den Michael Wertmüller, den du kennst, Komponist und Schlagzeuger, da kamen wir auch auf die Schweiz, obwohl wir eigentlich gar nicht wollten. Irgendwie kommt man auf die Schweiz und auf die tatsächlich etwas bedrohliche Feststellung, dass mit diesem Land einiges nicht zu stimmen scheint. Ja. Und zwar jetzt zunehmend auf eine wirklich sehr verstörende Art und Weise eine Welt Abgewandtheit und ein mangelnder Realitätssinn, auch eine bestimmte Form der, wie soll man sagen, einer Skepsis gegenüber der Kunst. Kunstfeindlichkeit wäre zu viel, dafür gibt es immer noch zu viele Leute, die die Kunst lieben und trotzdem eine Skepsis gegenüber dem, was die Kunst denn noch könnte. Das ist aber eine Frage, die natürlich, du hast es vorher gesagt, hat man jetzt in der Pandemie gemerkt, diese Frage, was wollen wir eigentlich mit Kunst? Was soll das? Es gibt viele Leute, die sagen,
kann auch ein bisschen weniger sein, braucht man eigentlich nicht mehr und so weiter. Diese Vorstellung, dass man in den Schulen heute noch weniger liest, dass man noch weniger mit Musik zu tun hat, dass man noch weniger mit Kunst zu tun hat, dass man eigentlich vorbereitet wird in den Schulen auf eine neoliberale Gesellschaft, in der Kunst, künstlerische Prozesse, kreative Prozesse keine Rolle spielen. Es ist ja eigentlich absolut fürchterlich. Jetzt kann man sagen, na gut, wir gehören zu den alten Säcken eigentlich jetzt. Du bist noch älter als ich, das ist ja fast ist, schon nicht das, möglich. Ist das möglich, ich wollte gerade fragen. Ja. Genau, und es waren insofern, glaube ich, extrem privilegiert, weil wir einer Generation angehören, in der man in der Schule noch gelesen hat. Also ich hatte einen ganz tollen Deutschlehrer zum Beispiel, ich hatte Glück. Man hat auch in der Schule noch musiziert, wir hatten noch sowas wie Kunstunterricht. Deswegen kann man nur sagen, kann ich jetzt sagen, in meiner Position, die eine absolut privilegierte Position ist, dass ich als Gastgeberin eines großen Festivals zusammen mit meinem Team Menschen einladen kann, die solche Dinge tun wie du. Das werden wir sehen die nächsten Tage. Oder dass wir sowas können, und das möchte ich bewusst erwähnen an dieser Stelle, wie diese fantastische Gruppe von jungen Chileninnen, die wir hier hatten, die haben ein Stück gezeigt, das heißt Landschaften zum Nicht-Ausmalen. Ja. Teatro La Resentida, in Regisseur Marco Laiera. Ich habe selten so etwas Gutes gesehen, und die sind minderjährig, so. Die haben auch nicht ohne Strapazen diese Reisetätigkeiten plus die ganzen Corona-Geschichten, die drumherum waren, haben sie nicht ohne Mühe bestanden. Aber sie haben ein irrsinniges Theater gemacht. Ja. Und wir hatten da Schulklassen drin und junge Leute und ältere Leute, ein sehr gemischtes Publikum. Und am Ende standen alle. Ja, die standen alle und haben applaudiert, und diese jungen Frauen haben kein schönes Thema gehabt für dieses Stück. Da ging es um die südamerikanische Macho-Gesellschaft und um verschiedene Szenarien, wie sich junge Frauen wehren können dagegen oder wie sie ihre Schicksale beschreiben. Ich fand das unglaublich. Ich habe selten so eine Vitalität gesehen. Und etwas, was so nicht belehrend ist und so nicht dystopisch, das fand ich ganz toll, obwohl es katastrophal ist, die Geschichten, die sie da erzählen. Aber es ist so lebenshungrig. Und das war für mich bisher eine der schönsten Arbeiten, die wir hier zeigen können. Und deswegen, glaube ich, ist es so wichtig, dass man das nie vergisst, dass es auch unter junge Menschen so wahnsinnig viel Aufbruchsstimmung eben doch auch gibt, ja, in eine wirklich gute Richtung. Und dass man sich so ein bisschen dagegen wehrt, ich stelle das an mir selber auch fest, dass man sich dagegen wehrt, dass man manchmal so vor lauter Klimakatastrophe, Pandemie und weiß nicht was, dann manchmal so ein bisschen die Perspektive verliert. Also muss ich ganz ehrlich sagen, manchmal geht es ein bisschen so, oder man wird so ein bisschen depressiv und angegriffen, und dann sieht man sowas und denkt, wir sind da natürlich leben, also, ja. Ich bin auf jeden Fall immer zu haben, wenn es darum geht, irgendwelche Inputs zu geben, dass junge Menschen auch irgendwie eine Fantasie entwickeln können oder an etwas teilhaben können, was eben sich zusammensetzt aus Erfahrungen älterer Menschen, die einfach auch nicht so umsonst zu haben sind, wo man eben dann doch ein paar Jahrringe gebaut haben muss um sich herum, dass man das weiß und dass man das weitergeben kann. Und ich finde die Mischung eigentlich immer noch wahnsinnig toll. Es ist auch in diesem Projekt sitzen jetzt auch so zwei, drei Schlagzeugprofessoren drin, die aber ohne jetzt irgendwie, ohne das Gebaren des Älteren da sich einfach einfügen und machen. Und ja, es ist natürlich, man muss einerseits die Musik bewältigen, man muss das alles verstehen, man muss es richtig spielen, und gleichzeitig sind das 53 junge Schlagzeuger und Schlagzeuger, die sich ja auch irgendwie austauschen müssen und die sich kennenlernen müssen und die auch einander beobachten müssen oder können. Und
das braucht alles ein bisschen seine Zeit, natürlich logischerweise. Man muss ja auch die Hemmnisse abbauen, man müsste eigentlich ein bisschen auch noch Freizeit gestalten können. Man müsste sie auch zusammen haben als Gruppe, aber man kann, die rennen halt alle wieder nach Hause abends. Ja. Und da kann man sich noch vieles ausdenken, auch wie groß eine Gruppe sein muss, dass es geht. Aber es ist faszinierend, es ist faszinierend. Und wenn dann etwas entsteht, dann hat es eine ganz eigene Qualität. Ich kann das Projekt, natürlich kann ich sagen, wir machen das mit 53 bestandenen Profimusikerinnen und Profimusikern. Ich glaube nicht, dass es besser wird. Mhm. Ich glaube, dass wir ein spieltechnisch auf anderem Niveau arbeiten. Aber da müsste ich ja noch ganz andere Verhaltensmuster dann wieder abbauen und meine Vorstellung dann wieder irgendwie vermitteln. Während bei Jungen, es ist eigentlich noch nicht so gefestigt. Und von dem her gesehen, interessiert mich das schon. Das ist schon spannend. Und wenn ich dann so Einzelne sehe, wie sie dann so aufblühen, weil sie plötzlich begreifen sie irgendwas oder plötzlich merken sie, es ist auch ein ziemliches Privileg, da in der Mitte zu spielen und es sind 52 Schlagzeuger um dich herum und du bist in diesem wahnsinnigen Klangfeld drin und das entsteht und vergeht und verändert sich und so. Das ist schon eine ziemliche Reise. Und da drin sitzen zu dürfen, das ist ja auch nicht nichts. Und es war jetzt ein Älterer, der mir gestern nach der Probe, der saß noch da und die anderen waren alle schon draußen irgendwie in der U-Bahn oder beim Rauchen und der saß immer noch da und ich sagte, ist alles okay? Und er sagte, ja, da ist alles okay. Ich bin einfach noch etwas benommen und ich beschäftige mich jetzt so mein ganzes Leben schon mit diesen Klängen und jetzt sitze ich hier und jetzt kommt das in dieser Masse mit von 50 und mehr Leuten von allen Seiten und es ist eigentlich so, und dann sind ihm schon die Tränen runtergelaufen. Das war einfach ein bisschen zu viel für ihn, weil das ist eigentlich ein Traum, ist da wahr geworden für ihn, mal abbondante, wie der Italiener sagt, einfach mal, gib mir mal so viel du kannst um mich rum, damit ich das mal richtig so aufsaugen kann. Und das müssen die Jungen noch ein bisschen verstehen lernen, dass das auch ein bisschen ein Privileg ist, dass sie hier dabei sein dürfen. Und nicht nur Arbeit oder nicht nur mühsam oder nicht nur, weil der andere immer das will von einem, was man noch nicht kann, sondern dass man erstmal sagt, yes, let's do it. In diesem Sinne, ich freue mich drauf. Ich würde eigentlich auch da gerne mittendrin sitzen. Ja, wir hatten dich auf der Liste, aber du warst einfach so beschäftigt. Konnte irgendwie nicht, genau. Prost, vielen Dank. Beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal, genau. Prost.